100 Yards ist ein Blockfestival. Blockfestival, weil wir es als Kombination aus einer Blockparty und einem Musikfestival sehen. Das Ganze findet in einer urbanen Location statt, nämlich mitten im Bahnhofsviertel. Und es geht darum, einfach das kreative Potenzial, was in dieser Stadt herrscht und was zurzeit in diesem Viertel einfach pulsiert, nach außen zu tragen und auch anderen zu zeigen, dass Frankfurt eben nicht nur für die Banken, den Flughafen und die Puffs steht, sondern für weitaus mehr. Und dahinter stehen Ima und Yosoi und verwirklichen können wir das Ganze durch eine Partnerschaft mit Levi's und der Unterstützung der Stadt Frankfurt. Alles angefangen hat, als die Ima-Jungs die Gastro übernommen haben, hier im Hotel hier unten, vor 2 Jahren. Und als wir die Jungs auf mich zugekommen sind und die Dachterrasse oben gezeigt haben im Hotel. Und da sind halt diese legendären In-Heaven-Partys entstanden, die einfach einen besonderen Vibe hatten, die besondere Leute hierher gezogen haben. Es war ein wirklich sehr familiärer Vibe. Und im Folgejahr kam uns irgendwann mal eine Idee, wobei auch die Idee eines Straßenfests auch schon mal von Ima-Jungs in der Multibar schon länger mal in Planung war, aber nicht durchzusetzen war, als wir hier die Straße mal hoch runter gelaufen sind und uns das vorgestellt haben, wie es wäre, wenn man die Straße sperrt und hinten im Sack eine große Bühne aufstellt. Was dürfen die Gäste erwarten? Bisschen schwer zu sagen, weil wir selbst nicht wissen, was wir zu erwarten haben. Ich glaube einfach, dass es außergewöhnlich wird. Aufgrund der Bands, die hier auftreten, aufgrund des Szenarios, was wir hier schaffen, aufgrund dessen, dass wir mitten in der Stadt von Frankfurt sind. Und wie gesagt, es gibt deutschlandweit nichts Vergleichbares, zumindest kennen wir nichts Vergleichbares. Und ich glaube, das ist das, was man erwarten kann, ist einfach ein familiärer Vibe. Keine matschigen Rasenflächen mit 10.000 Menschen im Nirgendwo, wo man extra hinreisen muss und irgendwie zelten muss, sondern wir haben halt echt eine Infrastruktur mit dem Hotel, mit den ganzen Paketen, mit den Aftershop-Partys und der Erfahrung und Netzwerk, das wir hier in Frankfurt haben. Ja, ich glaube, dass wir einfach auch eine Plattform geboten haben für die ganzen Leute mit Bands, mit Essensständen, mit Getränkenständen, mit einem einzigartigen Szenario und lassen aber auch jeden irgendwie einen Freiraum, sich selbst noch mit einzubringen. Also wir selbst, glaube ich, wissen nicht, was uns an diesem Tag, Abend genau erwarten wird, und ich glaube, das ist auch das Schöne daran. Bands, die wir haben, ist Headliner, und da freuen wir uns unglaublich drüber, weil er uns seit vielen Jahren begleitet und unseren Musikgeschmack natürlich mitgeprägt hat, ist Nas mit 12-köpfiger Band. Co-Headliner ist Azarian III, was uns auch sehr freut, weil es einfach gerade eine upcoming Band ist, die eine unglaubliche Energie hat und die das Ganze halt auch noch abrundet. Außer den Bands, die schon genannt wurden, haben wir auch noch Breakbot von Edbanger mit am Start, mit dem DJ-Set. Die Auletta-Jungs, die hier aus der Gegend kommen, was uns auch freut, einfach weil wir nochmal lokal, regional irgendwie auch jemanden mit einbinden konnten und auch so ein bisschen mehr in diese Indie-Rock-Schiene gehen damit. Und wie gesagt, haben ein ziemlich breites Spektrum abgedeckt. Und ich denke, dass jeder, der hierher kommt, kann sich wirklich auf was Außergewöhnliches freuen. Kommt vorbei, lasst uns zusammen feiern, lasst uns etwas Uniques schaffen, was Einzigartiges. Das ist auf alle Fälle das erste Mal. Ich denke, es wird was ganz Besonderes, weil wir alle nicht wissen, was auf uns zukommen wird. Und seid auf alle Fälle ein Teil davon. Abschließend gibt es auch nur noch eins zu sagen. Ima, Yosoi und 100 Yards, wir lieben Frankfurt.